Also wir sind hier im alternativen Wolf- und Bärenpark und zwar 20 Kilometer circa südlich von Freudenstadt. Und zwar ist es kein normaler Park, sondern wir sind ein Tierschutzprojekt. Das heißt, alle Tiere, die hier sind, kommen aus schlechter Haltung, aus Zoos, aus Zirkussen und wir bieten denen hier einen möglichst naturnahen Lebensraum, bei dem sie praktisch ihren Lebensabend verbringen können. An Bären mangelt es nicht. Es ist tatsächlich so, dass dieses Projekt entstand aus einer Stiftung. Das ist die Stiftung für Bären. Das ist praktisch der Träger dieses Parks. Und es gibt auch schon einen Park in Thüringen, in Worbis. Das ist praktisch der Park, der schon seit 1995 besteht. Und 2010 wurde dann dieser Park von der Stiftung im Schwarzwald errichtet. Das Ganze finanziert sich allein durch Spendengelder, die Parkeintritte, Patenschaften, die man auch bei uns für die Tiere übernehmen kann. Und dadurch können wir eben dieses Projekt am Leben erhalten. Man kann hier einiges erleben. Also in dem Park, klar kann man Tiere genießen. Man kann sie in sehr naturnaher Umgebung genießen. Also wir haben hier 10 Hektar Freigelände und im Prinzip ist es wie ein Stück Wald, das umzäunt ist. Das heißt, die Tiere haben einen naturnahen Lebensraum bei uns. Und es ist auch nicht so einfach, die Tiere zu sehen. Also die hat man nicht wie im Zoo auf dem Präsentierteller, sondern muss auch mal ein bisschen gucken, wo sich ein Tier gerade versteckt. Also man sieht die beim Baden, beim Futtersuchen. Auch was ganz Besonderes bei uns ist, dass wir die Gemeinschaftshaltung haben von Wölfen und Bären, beziehungsweise von Luchs und Bär. Diese Tiere würden sich eben auch in ihrem natürlichen Lebensraum begegnen. Die haben mehr oder weniger das gleiche Verbreitungsgebiet. Das heißt, es ist durchaus natürlich, dass sie diese Arten miteinander auskommen müssen. Und bei uns ist es auch eine Bereicherung für die Arten. Klar gibt es ab und zu mal Konkurrenz ums Futter, ist aber auch durchaus gewollt, dass sie mal auch ein bisschen was für ihr Futter tun müssen. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Tiere die Gemeinschaftshaltung eine Herausforderung für die Tiere ist. Sie müssen auch auf andere Arten achten. Das hilft uns besonders bei Bären, die zum Beispiel aus dem Zirkus kommen oder aus einem sehr kleinen Gehege. Das heißt, es kann sein, die gehen die ganze Zeit im Kreis. Man nennt es Stereotypie, also eine Verhaltensstörung. Man kann sagen, so ein Wolf kommt mal vorbei und zwickt den Bär ins Bein, dann muss der Bär auch mal wieder auf seine Umgebung achten. Also wir sagen auch, die Wölfe sind die Therapeuten für unsere Bären. Und das praktisch durchaus, also ja, es ist eine positive Interaktion, die wir dann immer wieder sehen können. Thema Wolf ist gerade hochaktuell, man hört es ja auch immer wieder in den Schlagzeilen. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt in Deutschland, wo wir so circa 700 wildlebende Wölfe haben, also die breiten sich auch immer mehr aus. Ist natürlich eine Herausforderung, vor allem für Nutztierhalter, die Schafhalter, und da gilt es einfach, entsprechendes Management zu machen. Das heißt, Managementmaßnahmen wie Herdenschutz mehr zu fördern, auch in der Politik weiter voranzubringen. Da sind wir in manchen Bundesländern, wie auch in Baden-Württemberg, noch ziemlich hinterher. Da muss was getan werden, eben, dass der Herdenschutz vorankommt, dass man einen richtigen Managementplan hat und eben auch die Nutztierhalter unterstützt eben mit den Präventionsmaßnahmen, sprich Herdenschutz, also mit Hunden, auch mit entsprechenden Zäunen, dass da eben besser unterstützt wird, dass die Prävention läuft, dass man von vornherein einfach gut gewappnet ist, wenn der Wolf zurückkommt. Grundsätzlich braucht man eigentlich vom Wolf keine Angst haben. Es gab bis jetzt noch keine Zwischenfälle zwischen Menschen und Wölfen. Es wurde auch noch kein Mensch getötet wegen einem Wolf in Deutschland. Es ist eher so, dass die Tiere eigentlich scheu sind. Die bleiben eher unter sich. Na klar, gibt es auch mal neugierige Jungtiere, die sich auch mal ans ein oder andere Stadtgebiet vorwagen und sich auch mal menschliche Siedlungen angucken. Allerdings ist es so, dass man vor dem Wolf keine Angst haben braucht. Es gibt mittlerweile so wenige Wölfe in Deutschland, dass man froh sein kann, wenn man tatsächlich mal einen zu Gesicht bekommt. Wenn diese Begegnung so läuft, dass dieser Wolf keine Angst vor einem hat, wenn man tatsächlich mal einem Wolf begegnet. Dann groß machen, selbstbewusst hinstellen, auf sich aufmerksam machen, dann reicht es üblicherweise auch aus und das Wildtier will mit einem nichts zu tun haben.